Ja, sehr schön, dass ihr auch beim zweiten Video dabei seid. Eitris Notizen. Wir haben uns in der ersten Kampagne durch die Unterwelt gebeamt, sage ich mal, und Brock mit ein paar Handkarren zur Mine gebracht. Das war eigentlich ganz nice. Der Weg dazwischen wäre bestimmt echt länger gewesen. Eitris Notizen. Eitri und seine Zwerge reisen zu den Zwergenminen. Also Brock hinterher quasi, nur von der anderen Seite vielleicht. Mal schauen. Es tut mir leid, dass der Sound so leise ist, aber ihr könnt ja mitlesen. Das Rest vom Spiel ist normal laut. Und ist vor allen Dingen ist es auf Englisch. Es klingt so wie das trojanische Pferd irgendwie. Der goldene Eber. Also es sind so. Es sind so ein bisschen Konkurrenten anscheinend. Ja, was haben wir denn? Wir haben Bauers eine Menge. Nicht wenig, nicht besonders viele Leute, die irgendwie. Wir haben wieder nur Zwerge. Okay, da kommen wir dran vorbei. Du bring die Reliquie mal weg. Mal schauen, was hier noch so ist. Okay, das war's. Stimmt, du kannst ja auch arbeiten. Eitri, die Zwergenhelden können auch ganz normal arbeiten. Das ist eigentlich ziemlich cool. Wir sind anscheinend, ja, stimmt, wir sind schon im heroischen Zeitalter. Krass. Bauen jetzt hier gleich einen Hafen hin. Was kostet der Hafen? 120, okay. Lebenspunkte von Gebäuden macht sie widerstandsfähiger gegen Schmetterangriffe, brauchen wir nicht. Lebenspunkte, Angriffsstärke und Reichweite ihres Dorfzentrums brauchen wir auch nicht. Na gut. Gleich haben wir es. Gleich können wir den Hafen bauen. Zack. Zack. Beiden Türme da wegmachen, die beiden Bäume mal wegmachen und dann reisen wir weiter. Bringen Sie Eitri und die sechs Zwerge zum Mineneingang. Warum habe ich das Gefühl, dass hier noch eine Menge Zeug drin ist? Bekämpfen sich seit Wochen gegenseitig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir in die Fronten geraten. Zwischen den beiden. Weiß nicht, wieso ich das Gefühl habe, aber ich glaube, es ist so. Ja, wir werden, denke ich mal, einfach mal ein Drachenboot bauen und einfach mal losfahren und mal schauen, wie es so aussieht. Also wir werden sowieso viel Holz brauchen, viel. Deswegen, wir brauchen wahrscheinlich gar nicht so viel Nahrung. Ach, es ist infinite, dann könntest du auch da dran. Ne, geht nicht, okay. Es kann nur an einem gleichzeitig gemacht werden. Na gut. Dorfbewohner können Holz schneller hacken. Das werden wir uns vielleicht noch holen. Was ist das denn für eine Insel? Auf jeden Fall mit einem Walross drauf. Und einem Maisbär und einer Reliquie. Was kann die Reliquie? Kleines Goldrinnsal. Weiß nicht. Oh. Eieieiei. Okay. Null Chancen. Gegen Belagerungsschiffe. Stark gegen Hammerschiffe. Transportiert fünf Leute. Ich glaube, wir brauchen wir mythische Dings für hier. Okay, wir haben ganz schön auf den Sack gekriegt davon. Die können das nicht reparieren.
Können das auch nicht reparieren. Sind die jetzt einfach kaputt? Reparieren. Was? Reparieren. Auf diese Schaltfläche und dann auf ein Gebäude klicken, um es zu reparieren. Soldaten können nicht repariert werden. Ja gut. Zählt das, dann zählt das anscheinend auch als Soldat. Wir fahren einfach mal. Oh! Ja. Okay. Das war scheiße. Haha. Voll verarscht mit dem Turm. Da brauchen wir zwei hiervon. Mal schauen. Okay, das ist ein Wal. Oh, jetzt kommt direkt Nachschub. Gut, dass die nicht zielen können, die Dinger. Paar Hammerschiffe. Okay, also wir müssen Boote bauen. Also da wird uns nichts von abhalten können. Ach guck mal, sie kämpfen gegeneinander. Ja, das bauen wir. Bauen quasi alle Updates, die wir kriegen können für Schiffe. Aber ich glaube, das bringt gerade nicht so viel, was wir hier machen. Wir wollten uns ja nur mal vorwagen und wir werden direkt angegriffen. Also wir brauchen definitiv eine größere Armee an Schiffen. Um darüber zu kommen, gescheit. Sonst wird das nix. So. Häuser bauen. Jetzt bauen wir einen guten Mix aus allem. So einen Kraken werden wir auch noch bauen, wenn wir die Nahrung dafür haben, dann mal irgendwann. Bauen noch mal ein paar auf Gold. Zack. Ups. Bleibt hier. Können wir euch nicht auf Ignorieren stellen hier? Ne, die patrouillieren. Anweisungen sofort anzuhalten. Vernichten? Nein. Wachen. Whatever. Ja, wir brauchen noch mehr Häuser. Wir können anscheinend nur 10 Häuser bauen. Ja, dann bauen wir hoffentlich gleich nur den Kraken. Den Rest werden wir einfach mit Booten vollballern und da kommt der Kraken. Und dann hoffe ich mal, dass das klappt, was wir hier tun. Stimmt, der Kraken kann ja so Insta töten mit seiner Spezialfähigkeit. Finde ich ziemlich nice. Hey, was soll das? Das haben wir aber nicht gewettet. So.
Eigentlich würde ich gerne noch so einen Drachen haben, also so eine Kraken haben, deswegen gehen wir jetzt mal da drauf. Alle holen uns ein bisschen Nahrung und bauen nochmal so einen Kraken. Ja, die Mission ist ein bisschen wirtschaftsintensiver. Nee, nee, ihr nicht da drauf. Ich glaube, wenn nämlich andere. Ach so, nee, doch geht. Ich dachte, wenn andere Gebäude das töten, dann kriegt man weniger Nahrung davon. Aber das scheint ziemlich wurscht zu sein. Hallo? So. Besser hinstellen. So. Aber guck mal, unsere Schiffe heilen in dem Radius von dem Ding. Das ist ja nice. Wir müssen, dass die nicht mehr an unseren Hafen kommen hier, unsere Fischerboote. Zack. Der nächste Kraken. Einen können wir auf jeden Fall noch bauen hier mit den, glaube ich, den Eisberries. Wohl, nee. Schade. Hat nicht mehr gereicht. Nochmal zwei Felder. Zack, zack. Eins, zwei ein Holz. Kriegen wir noch einen Kraken. Und dann machen wir uns langsam mal los hier. Wo ist denn unser Eitri? Wo ist er denn? Hallo? Da, irgendwo bestimmt. Seht ihr ihn? Ach, da ist er. Zack. Kannst ja schon mal hier rüberkommen. Einen Kraken werden wir noch bauen können. Durch die Nahrung, die jetzt hier kommt. Und dann machen wir schon mal so hier. Oh, nee, wir haben nicht genug Kampf. Oh Mist. Oh Mist. So. What? Ist Eitri tot? Holt Eitri wieder, Leute. Wir haben 25, also das kriegen wir jetzt schon noch hin, oder? Das bisschen kämpfen kriegen wir noch hin. Schwimmen wir mit unseren Kraken los, die können ja relativ schnell hier Boote niedermachen. Guck, zack. Das war's mit dem Boot. Kommt mal wieder zurück. Das ist auch unsere Taktik. Wir fahren einfach mit den, schwimmen einfach mit denen hier los. Ey, ey. Den locken wir jetzt mal an. Gegen den müssen wir sowieso gleich kämpfen. Dann kämpfen wir mit allen unseren Booten, die wir haben, dagegen. Ja, komm her. Komm, Schlange. Die sind ja nervig, die Dinger. Das ist ja eklig. I don't like it. I don't like it. I don't like it at all. So. Mal zurück. Kraken wieder hin. Können noch ein, zwei andere Boote bauen hier. Zack. Weil die werden ja nicht respawnen, denke ich mal. Zumindest. Guck mal, hier können wir noch ein Dorfzentrum bauen. Bringt uns nicht so viel. Theoretisch könnten wir es tun. Guck mal. Ist die nächste Schlange. Komm. Komm, Schlange. Komm mit. Ja, sehr schön. Los. Komm. Komm. Hallo?
So. Jetzt auf die Schlange drauf. Auf sie mit Gebrüll. So, jetzt gibt uns jetzt aber die 25, oder? Sehr schön. Oh, guck mal. Oh. Wieder ein Schiff. Ah. Too late, too late. Hey, jetzt mach nicht unsere Hütte kaputt. Ist ja uncool. Hallo. So. Naja. Wir haben hoffentlich jetzt gleich genug Leute. Dann fahren wir einfach mal los. Wir speichern natürlich vorher, weil wir wollen jetzt ja nicht nochmal alles hier ausrüsten, neu komplett. Aber, packen wir alle hier auf irgendwelche Dings drauf, auf irgendwelche Schiffis. Ich dachte, man kann da Leute drin einlagern. Hast du das nicht gelesen? Hallo? Reparieren in einem Gebäude. I don't know. Wir bauen einfach noch ein paar Transportboote. Aber zwei Stück und dann passt das. Das Gefühl, vor allen Dingen unsere Kraken sollten fit sein für die Überfahrt. Wo ist denn unser Held hier? Zwerg, 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 Zwerg. Haben wir auch noch was anderes als Zwerge? Ah ne, das sind ja die Leute. Da war er. Da ist er. Wo sind die Transportschiffe? Da. So. Jetzt werden wir mal speichern. Die 2. Und wir schwimmen los, würde ich sagen. Jetzt ein solider Zeitpunkt, um ein bisschen loszuschwimmen. Oh, wir haben den Dings vergessen. Naja, der ist nicht so tragisch. Wir werden den Weg nehmen, weil wir ja schon relativ viele von den Dings auch zerstört haben. Den Seeschlangen. Wir sind ja bis hier oben gekommen und die haben die Seeschlangen schon weggemacht. Haben ja hier auch schon jetzt die Hälfte des Weges geschafft. Ups, das war ein Kraken. Was ist einfach die Taktik, wenn wir einfach schnell durchschwimmen? Das müsste eigentlich eine legit Taktik sein, oder? Jetzt da an Land. So. Jetzt kämpfen. Ja, easy würde ich sagen, ne? Wenn ich nicht irgendwas vergessen habe, mitzunehmen, dann haben wir es jetzt geschafft. Bringen Sie Eitri und die 6 zum und 6 Zwerge zum Mineneingang. Haben wir.
Hätten auch schon da vorne landen können, aber dann wäre der Landweg länger gewesen. Sehr schön. Haben wir geschafft. Hoffentlich. Ja, sie haben gewonnen. Perfekt. Perfekto. Schade, dass es nicht hier so coole Videos gibt. Sehr schön. Wir haben beide Zwerge hingekriegt. Und was jetzt dann mit denen passiert, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Also, bis gleich.